Ja. Bam. Easy. Warum fühle ich mich schuldig, diese Kisten wegzuschaffen? Weil wir die klauen. Weil du so viel Spaß hast und wünschtest. Andere könnten auch so viel Spaß haben. Richtig. Nicht, dass es daran liegt, dass wir gerade total kriminell sind. You, are you ready to move? Then you need moving out. The ridiculous physics-based moving simulator. Hallo und ein familiäres Willkommen zu einer kleinen Runde Pasoto zocken. Moving out. Jawohl, ich bin's, euer Nym, ich bin das Paar in Pasoto, also Papa, das ist Sepp, der So in Pasoto, der Sohn, und Mayuki, die ist das To in Pasoto, Tochter. Nur, dass ihr es wisst. Wir erwähnen das jedes Mal, weil uns das so einen Heidenspaß macht. Und weil ich es ja wissen müsst. Genau, und weil wir ja noch nicht so richtig fame sind. Wir sind ja mittlerweile, weiß ich nicht, bei über 100, 110 oder so. Auf jeden Fall Dankeschön dafür. Dankeschön übrigens. Und vor allen Dingen wieder für einige unserer treuen Fans und einige, die uns supporten, vielen, vielen Dank. Gerade in letzter Zeit sind einige dazugekommen, die uns ganz nett echt supporten. Danke an die schon mal. Vor allen Dingen an John Dark oder in diesem Fall Christian. Grüße gehen raus. Danke dir für alles. Die anderen beiden kriegen das ja nie so mit, wenn du nette Kommentare schreibst. Aber nochmal danke hier an dieser Stelle. Und ja, weiter geht's. Ich höre schon. Hallo! Verschlossene Schlager. Verschlossene Schlager. Verschlossene Schlager. Gut. Der Umzug ist zu schwer. Das Ganze soll doch Spaß machen. Schmeiß den. Oh. Auf jeden Fall. Ich möchte wissen, was in all dieser Kisten ist. Dieb ist gut. Unsere Aufgabe ist es umzuziehen, nicht Fragen zu stellen. Ups, habe ich ganz vergessen. 37. In 5-3. Ach, das ist doch noch einfacher. Ah, nee, es ist nicht, das sind viel mehr. Verdammt! Ach, schaffen wir was. Ach so, trotzdem. Ist wieder Ei. Okay, das wird. Schaffen wir aber trotzdem relativ lässig. Darf ich den umwerfen, den Schappel? Ja, von mir aus. Nein, niemals! Ja, von mir aus. Nein, niemals! kannst dich ruhig hinsetzen, Sepp, alles gut. Dieser Moment, wo du so reinfällst, ne? Ja. Bin ich. Gut, Mayuki, ich schick dir ganz viele Sachen, die kannst du dann runterwerfen. Ich schick dir eine ganze Menge Sachen hier ins. Ich hab die Tür eingetreten. Ich bin Hulk. Du bist der Hulk. Der Hulk. Und Wieso krieg ich diese doofe Kiste nicht auf der. Okay. Es kommen eine ganze Menge Sachen, Mayuki. Eine ganze Menge Sachen kommen. Ja. Okay, das ist. Nein! So. Ich hab's geschafft. Das war's erstmal. Jetzt muss ich gucken. Nein! Muss ich will nicht sterben. Das ist doch alles okay. Noch nicht. Ich bin zu jung. Ja. Hier die Tetris-Dings. Das sind halt echt Tetris-Blöcke. Ja, oh, hi, Sofa. Was geht? Sepp, wäre gut, wenn du hier unten in den Raum gehst und die Sachen dann in den Raum da drüber schmeißt, weil zwei brauchen da nicht sein. Dann kommen wir nämlich weiter mit den ganzen Sachen, weil ich muschel nämlich alles hier auf die. Hey, der fängt fett. Hey. Ich komme dir helfen. Ah, genau. Weil dann kann ich nämlich Mayuki, du kannst dann nämlich wieder zu. Genau. Weil wir müssen nämlich in so ein Dreier-Dings gehen. Da muss nämlich einer in den Raum und einer in den und dann immer von. Genau. Pakete Regen ist gerade. Mayuki, gehst du in den mittleren Raum und legst es hier aufs linke Dings? Oh, oder auch nicht. Aber brauchst du nicht. Zumindest die schweren Sachen. Die einfachen Sachen können wir hier durch die Tür tragen. Die einfachen Sachen können wir ja so, klar. Aber ich mach's trotzdem, wenn ich den Rest nämlich. Das geht nämlich viel schneller, weil dann bewegt sich das. Und in der Zwischenzeit kannst du nämlich was anderes machen. Wir brauchen nur noch ein paar. Siehst du, das bewegt sich nämlich. In der Zwischenzeit lege ich die anderen Sachen drauf, dann lege ich nach hier. Das geht viel schneller, als wenn ich die Dinger einzeln mache. Sepp. Und? Also ich finde die Levels geil, weil wenn du dich wirklich nämlich so hinstellst, dass jeder immer aufs Dings aufs Band packt, dann bist du so schnell fertig mit diesen Bändern, das ist Gold wert.
wie ich da laufe. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier der Unterstützungsmodus mit den Sachen verschwinden eigentlich relativ nutzlos ist. Nee, mit den Sachen verschwinden ist nämlich gut. Deswegen sind diese Tetris-Sachen. Weil dann kommen die nämlich zuerst rein. Deswegen ist dieser Verschwinde-Dings so viel Gold wert. Ansonsten hätten wir hier nämlich echt Probleme. Dann wird erst das fallen, dann wäre es hier vorne nachher zu viel oder wie auch immer. Ja, aber ich kann mir vorstellen, das wäre jetzt in diesem Level noch oder in diesem Level noch einfacher als anderen Leveln. Ah. Weil das halt von weit oben fliegt und das da reinpurzelt. Ich denke, das ist. Ja, gut, einfacher. Aber wenn du erst nur die kleinen oder erst die größeren, das musst du dann wahrscheinlich genau drüber nachdenken, was du wie verteilst. Gut, ich frage mich, wo ich wäre, hätte ich nicht die Freuden des Umziehens entdeckt. Wer ist genau da, wo du angefangen hast? Hä? Also diese Konversation check ich nie in diesem Spiel. Oder selten. Gold und Platin wahrscheinlich. Ja. Juhu! Ja. Liefere zuerst alle kleinen Kisten aus. Mache ein Konditionstraining, trage keine Gegenstände durch die Tür. Mist. Oh! Ja, hätte ich's. Mist. Ja. Aber das Konditionstraining, und zwar, es passiert ja, ich denke, das ist damit, weil manchmal machen die ja, wenn man zu lange steht oder so. Ich denke, das kommt da drunter. Klatsch bitte nicht, es ist extrem laut und für das Mikro kacke. Okay. Aber ich denke, das ist damit gemeint. Oder das Laufen auf so einem Band. Ihr werdet keine Mühe haben, ja, in das nächste Gebäude zu gelangen. Wir haben das Schloss, wo ich abgenagt? Abgenagt. Klingt so wie Einbrecher. Der geheimnisvolle Kunde hat offenbar starke Zähne. Vermutlich sind es Ratten. Ihre Zahnarztversicherung muss erstaunlich sein. Ja. Oh, meine Stimme. Hallo, da. Wir werden beiden Fabrik-Leveln Platin haben, aber keine einzige Quest. Oh mein Gott, warum? Groot ist gut. Und der nichts kann. Ja, der macht nichts. Auf jeden Fall bringt uns Glück. Naja, aber ich glaube, in den Folgen, wo wir andere Facecam-Dings nutzen, könnt ihr den auch wirklich ganz sehen, wie er nichts macht. Ah. Es ist komisch, dass dieses Labor so leer ist. Es ist nicht leer. Wir sind hier. Oh, ja. Ich weiß nicht mal, wie ich darauf reagieren soll. Schwierig. Schwere Reaktion. Ich will einfach sterben. Hilfe. Die Witze sind einfach so kacke. Ich weiß. Ja, sonst die Witze sind echt schlecht. Okay. Und wie sollen wir jetzt dahin gehen? Jetzt hast du den Gang hier verschlossen. Mayuki, hörst du auf, daran rumzualbern? Und jetzt hast du uns eingeschlossen. Mach das Tür. Ja, Mann! Aber wir müssen nur mal manchmal die Tür aufmachen. Mal hier oben lang. Ja, Mayuki hat die ganze Zeit das gemacht aus Albern. Ja. Ist doch egal, du machst auch manchmal Sachen aus Albern. Nö, ich bin ernst. Ich bin ernst. Ja, also, Mayuki. Ja. Aber diesmal sind es voll wenig Sachen. Ja, gut, ist aber auch schwierig wegen diesen beknackten Türen, ne? Ja, trotzdem. Wir sind diesmal nur 19 und sonst waren es immer irgendwas über 30 und 50. Jetzt ist nur die Frage, welche ich denke. Ja, jetzt wird es echt schwierig mit dem Ding. Ach, obwohl, wenn wir hier unten. Ich denke, hier müssen wir L-Formation. L-Formation! Hier lang und dort lang und hier sowieso und. Jetzt müsste uns jemand die Tür aufmachen. Mayuki, kannst du schnell hebeln? Ja, das wird hebeln. Super. Schnell hebeln. Jo, danke Mayuki, du bist eine Jute. Du bist das beste Pferd im Stall, aber das haben wir ja schon festgestellt. Danke. Oh, doch. Ich helfe dir, Mayuki, warte. Alleine ist das kacke. Das geht mir voll auf den Sack. Den Senkel. Auf die Eier, sagt das Huhn. Oh, nee. Hallo. Aber ich bin kein Junge. Ja, aber Hühner legen ja trotzdem Eier, deswegen.
Nimm hat ja den Witz gemeint mit Eiern, weil Hühner Eier legen. Huhn und so, genau. Alter, darum okay. wird das lange dauern. Ich bin der beste Werfer im ganzen. Moment, aus Mio, dem ich ganzen helf dir. Team. Warte, alles ja, gut, alles gut, alles gut. Angeber. Du konntest eigentlich, ich hatte das eigentlich geschafft, weil. Ja, aber umso besser. Ja, ich weiß, aber ich will dich wieder. Oh Gott. Wir brauchen noch ganz viel. Bist du was? Hey, ich bekomme den Tisch hier nicht. Okay. Mann, dieser Tisch. Mayuki, nimm du schon mal einen Stuhl. Und ratatatatata, Treppe runter. Was, wenn der... Wer steht da, diese Aufgabe? Benutzt keinen Hebel. Wenn das da steht. Mach mir mal gerade, wer hier die Tür auf. Komm hier sonst nicht raus. Warte. Dankeschön. Also wenn das da steht. Nee, es ist glaube ich sogar unmöglich, oder? Sorry, Sepp, ich mach dir sofort. Das war so nett, mach die Tür auf und wird hier abgeschlossen. So, ich glaube, das war's jetzt. Ja. Bam. Easy. Warum fühle ich mich schuldig, diese Kisten wegzuschaffen? Weil wir die klauen! Weil du so viel Spaß hast und wünschst. Andere könnten auch so viel Spaß haben. Richtig. Nicht, dass es daran liegt, dass wir gerade total kriminell sind. Nein, nein. Wir sind einfach nur traurig. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit dem Rollstuhl auch so schnell sein kann wie der Truck. Cool, zerschlage die Fenster. Verpasst der Couch einen Sonnenbrand. Benutzt die Hebel nur zweimal. Boah. Das ist krass. Ja, aber ich weiß echt nicht, wie ich so schnell bin, wie ein verdammt nochmal ein Truck. Der ist ja, glaube ich, richtig schnell. Der ist richtig schnell. Als ob ich so schnell bin mit einem... Du hast kräftige Arme mit dem Rutsch. Okay, gut gemacht. Wir haben noch einen weiteren Auftrag für euch. Ihr müsst schnell machen, keine Zeugen. Was macht dieser kleine Grüne da? Was macht der mit der Kiste? Ich bin ein Zeuge, sollte ich mich wehren? Nee, nein. Ich bin ein Zeuge. Sollte ich mir während des Umzugs die Augen verbinden? Nein, ihr müsst sehen, was ihr macht. Okay. Was ist mit mir? Soll ich eine Augenbinde anlegen? Keine Augenbinden. Was ist, wenn ich meine Augen ganz fest zudrücke? Ihr müsst beide sehen, was ihr tut. Keine weiteren Fragen. Klick. Trademark. Der geheimnisvolle Kunde scheint nett zu sein. Ja, total. Ey, die sind so dumm. Die sind wirklich dumm. Flammenwerferfabrik. Was wollen wir bitte daran wissen? Flammenwerfer. Okay, das Spiel so, erstmal. Den Stapler. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist Ende einer weiteren Folge. Komm, hier kommt vor uns um. Ich mach dich fertig, Nein, klappt nicht, schade. Okay, ja. Danke fürs Zuschauen. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ist mal wieder eine relativ kurze Folge, aber seitdem wir die Sachen so einfach schaffen, klappt das ganz gut, aber ist ja auch nicht weiter tragisch. Müssen ja auch nicht immer Megamosaurus-Folgen sein. Wenn es mal eine 12 Minuten, 15 Minuten ist auch okay. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.